Im ersten Teil der heutigen Sendung haben wir schon viele Themen abgehakt. Wir haben über den Markt gesprochen, wir haben über Öl und Gold gesprochen, wir haben über die Zinsen und deren Entwicklung gesprochen. Vitesco, CTS Eventum und Meyer Burger wurden intensiv beleuchtet und jetzt sind wir beim Schnelltest angekommen, zu dem ich auch die Zuschauer bei YouTube herzlich begrüßen darf. Ihnen stelle ich auch gerne meinen Gesprächspartner, Herrn Oliver Kantem, noch mal vor, der gerade zugeschaltet wird. Wir haben 6 Aktien, wie immer. 2 sind aus der Feder von Herrn Kantem, das ist die UBS, mit der wir auch beginnen. Danach kommen 3 Aktien, die Sie vorgeschlagen haben und eine von unserem Aktionärsbriefboard. Wir starten mit der ersten, Olli, das ist die UBS. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, UBS könnte der größte Profiteur der getaumelten Credit Suisse sein. Denn man bekommt die Credit Suisse ja zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Für eine Bilanzsumme von 531 Milliarden Schweizer Franken muss man ja gerade mal 3 Milliarden Schweizer Franken bezahlen. Und das auch noch nicht mal in bar, sondern in Form eigener Aktien. Das heißt, Liquiditätsabfluss findet überhaupt nicht statt. Und das Ganze entspricht gerade mal einem Bewertungsansatz von gerade mal 0,5% der Bilanzsumme. Und jetzt muss ich noch zeigen, ob sich noch unentdeckte Leichen im Keller der Credit Suisse befinden. Die Risiken, die werden natürlich abgefedert durch eine 9 Milliarden Franken schwere Garantie des Bundes sowie eine 200 Milliarden Franken Liquiditätslinie der Schweizer Nationalbank. Und damit erscheint das Risiko jetzt erstmal gut handelbar. Und geht die Sache gut, dann ergeben sich für die UBS immense Synergien im Milliardenbereich. Man taxiert das so auf 3 Milliarden Schweizer Franken. Denn die Credit Suisse war ja in der Schweiz, auch wegen der regionalen Nähe, war ja auch ein direkter Wettbewerber, aber man ist natürlich auch über die Schweiz hinaus tätig gewesen. Das heißt, ein sehr, sehr großer Wettbewerber, der fällt jetzt erstmal weg. Da sind jetzt sicherlich, um diese Synergien zu heben, sind jetzt sicherlich auch Tausende von Arbeitsplätzen bei der Credit Suisse gefährdet. Da wird sicherlich wird es einiges an Kahlschlag geben. Aber auf Sicht der kommenden 2 bis 3 Jahre erscheinen bei der UBS Kurse von 30 Schweizer Franken möglich. Auch die jüngsten Quartalszahlen haben enttäuscht. Der Kurs ist im letzten Jahr wie alle Tech-Werte unter die Räder gekommen und das bei keinem geringeren wie Alphabet. Ja, aber so langsam denke ich, dass wir jetzt hier steigende Chancen für eine Trendwende sehen. Das lässt auch der Kurs erahnen oder der Chart erahnen. Auslöser könnte das Geschäft mit den YouTube-Anzeigen sein. Das ist ja einer der wichtigsten Wachstumsbereiche bei Google. Und dieser Bereich erlitt im letzten Quartal einen Rückgang von 8% auf knapp 8 Milliarden Dollar. Und mitverantwortlich für diese Entwicklung ist die massiv gewachsene Nutzung der YouTube-Shorts, also dieser Kurzfilme, die, glaube ich, maximal 1 Minute lang sein oder lang sind. Und diese wurden bisher aber noch nicht in erwähnenswertem Maße monetarisiert. Und hier liegt einer der Hebel für eine Wiederaufnahme des Wachstumstrends in der näheren Zukunft. Und die täglichen Aufrufe der YouTube-Shorts, die haben mittlerweile die 50-Milliarden-Marke überschritten. Im ersten Quartal 2022 waren es nur in Anführungszeichen 30 Milliarden Aufrufe pro Tag gewesen. Und gelingt hier eine zunehmende Monetarisierung, dann werden auch die Werbeeinnahmen natürlich wieder Wachstum zeigen. Eine weitere Chance liegt in der Möglichkeit eines TikTok-Verbots in den USA. Und das würde natürlich viele Kunden zu YouTube spülen. Abgesehen davon, Alphabet ist ein Cashflow-Monster. 70 Milliarden Dollar freier Cashflow stehen einer Börsenkapitalisierung von rund 1,35 Billionen US-Dollar gegenüber. Das macht rund 5,2% freie Cashflow-Rendite und das ist konkurrenzlos im Vergleich zu den in den letzten Wochen implodierten Bond-Renditen. Und auch der Chart sieht jetzt, wie bereits angesprochen, sieht jetzt vielversprechender aus. Der Kurs scheint im Bereich 85, 90 Dollar seinen Boden gefunden zu haben und versucht sich jetzt an einer unteren Umkehrformation. Die Schwerpunkte in den Bereichen oder liegen in den Bereichen Onkologie, Virologie, Neurologie und Augenkrankheiten. Und es handelt sich um eins der weltweit größten Pharmaunternehmen, Roche.
Ja, ist auch eine Zuschauerfrage. Roche hat über die vergangenen 10 Jahre den Umsatz um 36% gesteigert, während der Gewinn pro Aktie um 27% zugelegt hat. Allerdings hat der Kurs in den letzten 12 Monaten auch rund 27% verloren. Eine ziemliche relative Schwäche, nicht nur zum breiten Markt, sondern auch im Branchenvergleich. Und 2023 ist von einem Umsatzrückgang von 4% auf 60,7 Milliarden Schweizer Franken auszugehen. Dafür ist unter anderem der Rückgang im Geschäft mit Corona-Tests verantwortlich. Roche hat ja diese Schnelltests hergestellt, die sich natürlich sehr gut verkauft haben während der Pandemie. Roche hat aber auch mit Fehlschlägen in klinischen Studien zu kämpfen. So musste man zum Beispiel die Studie für das Alzheimer-Medikament Gantenerumab einstellen. Aber auch bei 4 anderen Kandidaten mussten die klinischen Studien eingestellt werden. Und wir kennen das im Biotech- und im Pharma-Bereich immer, wenn es da schlechte klinische Daten gibt oder schlechte Nachrichten. Das lastet dann immer auf dem Kurs. Und wenn es da mehr Rückschläge gibt, dann sieht man dann halt, wie hier, dann auch so einen anhaltenden Abwärtstrend. Aber die Aktie ist nach den Kursverlusten der letzten Monate mittlerweile recht günstig. Wir sehen für 2023 ein KGV von gerade mal 15 und das liegt unter dem Branchendurchschnitt. Und seit Anfang dieses Jahres gibt es auch positive klinische Studienergebnisse, die auch wieder etwas Fantasie aufkommen lassen. Insgesamt verfügt Roche ja über eine sehr gut gefüllte Pipeline mit 160 Programmen, von denen sich 47 in Phase 3 Studien befinden. Das heißt, wenn es hier gute Ergebnisse gibt, dann ist tatsächlich dann auch mit entsprechenden Markteinführungen zu rechnen. Und die Pipeline ist auch deswegen so gut gefüllt, weil Roche bereit ist, viel Geld für Forschung und Entwicklung in die Hand zu nehmen. Dafür gibt man 27% des Umsatzes aus für Forschung und Entwicklung. Und das ist mehr als bei den meisten anderen großen Pharmaunternehmen. Und auch die Dividendenrendite von 3,7%, die liegt über dem Branchendurchschnitt und eine Ausschüttungsquote von 49% bedeutet, dass man die Dividende auch in Zukunft noch weiter erhöhen könnte. Ja, die Aktie wird auch also langsam wieder interessant. Allerdings ist der Abwärtstrend noch voll intakt und deswegen sollte man zumindest erstmal eine Kursstabilisierung abwarten, bevor man eine Einstiegsposition kauft und zudem bitte auch im Hinterkopf behalten, dass möglicherweise 10-15% niedriger Nachkauf notwendig werden könnte. Bei dem nächsten Zuschauervorschlag handelt es sich um einen deutschen Immobilienkonzern, der mit rund 550.000 Wohnungen einer der größten Vermieter von Wohnraum in Deutschland ist, die Vonovia. Ja, und wenn man sich da den Chart anguckt, wirklich ein absolutes Desaster. Der Aktienkurs hat sich wegen der deutlich gestiegenen Zinsen vom Top mehr als gedrittelt. In den Jahren zuvor, da haben ja die historisch niedrigen Zinsen wie ein Perpetuum mobile für die Immobilienunternehmen gewirkt. Aber jetzt ist das Pendel in die andere Richtung ausgeschlagen. Die höheren Zinsen belasten das Wachstum, was sich aber im Aktienkurs jetzt mittlerweile mehr als ausreichend niedergeschlagen hat. Zuletzt irritierte noch die Halbierung der Dividende, was den Kurs dann nochmal erneut unter Druck gebracht hat. Letztlich sprechen die Bewertungsrelationen nun aber langsam dafür, dass die Aktie ihren Boden gefunden haben sollte. Ein Nettovermögenswert, also der Verkehrswert ohne Schulden der im Bestand befindlichen Immobilien von 46 Milliarden Euro, der steht einer Marktkapitalisierung von gerade mal rund 14 Milliarden Euro gegenüber. Und dann, wenn man sich die Bewertungsparameter anguckt, zum Beispiel das Kurs FFO, also Funds from Operation. Also dieses Verhältnis zwischen Kurs und FFO, das liegt mit 8,5 am unteren Rand der üblichen, branchenüblichen Bandbreite. Und trotz der Dividendenhalbierung auf 85 Cent liegt die Dividendenrendite mit 4,8% immer noch auf einem attraktiven Niveau. Und ich denke, geduldige Anleger, die können sich mit ersten vorsichtigen Käufen langsam in die Aktie reintasten. Aber auch da, der Abwärtstrend ist noch intakt, also da wird man jetzt viel Glück haben müssen, um da jetzt gerade den tiefsten Kurs zu erwischen. Das heißt, vielleicht die geplanten Käufe so auf 2 oder 3 Tranchen aufteilen, sodass man dann einen guten, gemittelten Durchschnittskurs erwischt.
Ein weiterer Zuschauervorschlag bezieht sich auf ein Versorgungsunternehmen aus Frankreich, dessen Wurzeln bis 1853 zurückreichen, Veolia. Ja, und zwar war man ja zunächst nur regional in Frankreich tätig und mittlerweile ist man tatsächlich ein weltweit agierender Energie- und Wasserversorger. Aber damit nicht genug. Zudem ist man auch in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung und in der Energieversorgung tätig. Veolia wächst langsam, aber stetig. 2022 kam es wegen der Übernahme von Suez zu einem Umsatzsprung von 28,5 auf 42,9 Milliarden Euro. 2023 wird es wohl einen leichten Umsatzrückgang geben, bevor man dann 2024 dann wohl langsam wieder auf den bisherigen Wachstumskurs einschwenken wird und mit einem KGV von 11,5 per 2023 befindet man sich so im Rahmen der branchenüblichen Bewertung. Positiv sticht die Dividendenrendite von 4,7% hervor. Die Aktie ist für mich eine gute Halteposition und ja, bei Kursen um 25,50 Euro, 26 Euro, da würde die Aktie für mich dann auch wieder zu einem neuen Kauf werden. Und zu guter Letzt von unserem Aktionärsbriefboard ein deutscher Hersteller von Peripheriegeräten für Computer, Cherry. Ja, man gilt ja als Marktführer für High-End-Switches für mechanische Tastaturen, also für die Tasten auf den Computertastaturen. Und mit der Reduzierung der vorläufigen Zahlen für 2022 hatte man jetzt zuletzt den Markt verunsichert. Es gab zudem Wertberichtigungsbedarf in Höhe von 30 Millionen Euro nach der Beendigung des Geschäfts mit Viola, Tastaturschaltern und Keyboards. Und das hat die Stimmung verständlicherweise gedämpft am Markt. Auf der anderen Seite sehen wir ein Eigenkapital in Höhe von 291 Millionen Euro sowie 27,3 Millionen Euro Netto-Cash. Und das bei einem für dieses Jahr geschätzten Umsatz von 147 Millionen Euro. Demgegenüber steht gerade mal eine Marktkapitalisierung von 127 Millionen Euro. Und bewertungsmäßig eröffnet das Perspektiven nach oben. Der Chart sieht aber noch sehr, sehr schlecht aus und der Kurs tendierte gerade zuletzt noch ziemlich schwach. Und man befindet sich so auf einer Bodenbildungssuche bei Kursen um rund 5 Euro. Ja, am 30. März gibt es den Ausblick für 2023. Da muss man mal schauen, was dann berichtet wird. Bis dahin ist die Aktie bestenfalls haltenswert. Und dann muss man schauen, was der Ausblick bringt. Möglicherweise ergeben sich dann auch wieder neue Perspektiven für einen Einstieg. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ein kleiner Hinweis, bitte immer gerne Ihre Zuschauervorschläge für die nächste Sendung unter dieses Video schreiben. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und darf mich verabschieden. Ihr Michael Hüsken, Oliver Kantem und Walter Thyssen, vielen Dank.